Was für eine bittere Klatsche für Carina Maross. Die Freundin von Thomas Gottschalk wurde von Thea Gottschalk kurzerhand zur Statistin degradiert. Für eine Mutter ist der Hochzeitstag des eigenen Kindes einer der schönsten Tage ihres Lebens. Auch Thea fieberte dem Ereignis entgegen. Tristan Gottschalk heiratete in New York City seine große Liebe Alexa. Aber an diesem Tag sah sie auch ihrer Rivalin Carina Maross zum ersten Mal in die Augen. Für diese Frau ließ ihr Mann Thomas sie 2019 nach 42 Jahren Ehe sitzen. Doch die stolze Brautmutter versteckte sich nicht. Im Gegenteil, Thea zeigte Carina, wer die Chefin im Gottschalk, süßer Sieg über ihre Rivalin. Während der Zeremonie saß Thea neben Thomas, von Carina keine Spur. Auch auf dem gemeinsamen Familienhochzeitsfoto war die Blondine nicht drauf. Thea degradierte die Freundin ihres Mannes zur Statistin. Chapeau, das war Balsam für die gerade erst verheilten Narben auf ihrer verletzten Seele. Der Entertainer muss innerlich vor Wut geschäumt haben. Schließlich macht der Show-Titan keinen Schritt mehr ohne seine Traum. Einen beleidigten Seitenhieb konnte er sich dennoch nicht verkneifen. Hochzeiten und die damit verbundenen Tanzeinlagen sind nichts für mich, und Familienfotos mit der Ex braucht auch niemand, schrieb Thomas Gottschalk auf Instagram. Thea trifft das nicht mehr. Sie weiß, dass sie einen wichtigen Sieg errungen hat.